Boah. Ich feiere die Ausrüstung, keine Ahnung. Aber die Schuhe passen nicht, ne? Du musst. Ulvi, warte doch mal. Ulvi. Da kannst du nicht weglaufen, ne? Los! Ach so, Ulvi hatte Angst vom Wildschwein. Mann, Mann. Gibt's doch nicht. Doch, Barolo. Ja. Das sieht doch so in. Ja, machen wir. Ein schnelles Foto. Zeichen einer Schlacht. Für die. Ein Zeichen einer Schlacht. Wo? So, Ulvi, du musst kurz warten. Wölfe müssen draußen warten. Ah, wir sind viel zu weit, Mann. Obwohl doch nicht. Oh, da hinten brennt. Brennt das? Nicht. Nicht gut. Ach lol, da hinten ist ein Schatz. Oder hier unten. Wie kommen wir jetzt hier nach unten? Ah, okay. Sogar ein Opal. Ein Popel. Ulvi, wo bist du? Ah, Mann, ey. Ah, da bist du doch. Ist da hinten das dein kleiner Bruder oder wie? So, sitz. Also man kann echt nicht sagen, dass Valhalla ein Scheißspiel ist, ne? Es hat zwar viele Bugs und so, ne? Aber man muss auch sich überlegen, wie groß das Spiel ist, ne? Was siehst du da oben, Sünnen? Hä? Sind wir doch falsch gelaufen? Ja! Ach, lol, wir sind vorbeigelaufen. Boah. Wir sind einfach unnötig gelaufen, Leute. Das. Nee. Ich werde müde, Leute. So, hier sollen Kampfspuren sein. Wo denn? Ist das ein Sturm? Hier. Ah, so, okay. So, Leute, was ist hier los? Geht es allen gut? Helft den Verwundeten und holt jeden Namen ein. Wir lassen niemanden zurück. Sei gegrüßt, Eivor Rabenschwinge. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Faravid, wir trafen uns in Jofarvik beim Julfestmahl. Das Julfest, Blutbad, ich erinnere mich. Was führt dich hierher? Jarl Halfdan, er rief mich. Ist er in der Nähe? Nicht mehr. Der Kampf mit den Pikten war hart. Wir wurden getrennt. Neuer Angriff von den Hügeln.
Oh. Geht herum! Seid auf der Hut! Pikten. Sie werden sich nicht freuen, mich zu sehen. Nee. Oh, du fährst ja vor! Na, erkennt ihr mich? Nicht weglaufen. Immer noch. Ah, lol, hinter mir. Du bist erledigt. Guck mal. Was sind das für geile Schwerte? Ich will auch so ein Schwert haben. Oh. Die machen Damage. Die machen Damage. Hallo. No! Du Bastard! Ich verschwöre. So. Bist du verletzt? Ich überlebe. So, warte mal, kurz Fähigkeiten verteilen. Macht auch jede Menge aus, ne? Guck mal. Ja, bisschen, ne? Kettenattentate, okay. Wenn wir heute sterben, trinken wir am Abend mit Odin. Egal wie, wir werden siegreich sein. Okay. Das ist ein Biest. Holy shit, ich hab Gänsehaut bekommen. Du verdankst mir dein Leben, alter Freund. Wieder einmal. Ja, das ist Thor. Läuft an Ragnarsson. Dass wir uns auf dem Schlachtfeld begegnen, ist sicher ein gutes Zeichen. Ich kenne dich nicht. Bist du ein neuer Hund, Farrawitz? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Eivor, ja. Dir verdanken Könige ihre Krone. Mit Hilfe meiner Brüder Ivar und Oba in Mercia. Und mit Finn in East Anglia. Die Geschichten ließen oh. mich. Ich hab. Das darf man gar nicht wissen, aber ich habe Ivar, deinen Bruder, einmal bekämpft, ne? Getötet. Größer. Diese Angst hast du nicht oft, vermute ich. Du bist meinem Ruf also gefolgt. Doch der Zeitpunkt ist schlecht, wie du siehst. Zu viele hier sind ausgelaugt, kampfgeschunden, durstig. Farrawit, lass deine Männer Scheiterhaufen für die Toten aufschichten. Sofort, mein Jarl. Nicht hier, nicht jetzt. Dann nach Doncaster zum Siegesmahl! Der älteste Sohn von Ragnar Lodbrok, so sagt er. Was hältst du von ihm? Eine heldenhafte Erscheinung. Der erste Eindruck ist mächtig. So gefällt es ihm. Willkommen in Jofovikshire, Eivor. Danke, Farrawit. Ich hoffte, euer Jarl würde auch mich willkommen heißen. Doch sein Vertrauen will verdient sein. Bist du deswegen hier? Um Halfdans Vertrauen zu gewinnen? Platz an seinem Tisch zu finden? Ich habe meinen eigenen Tisch. Was ich will, ist ein Band der Freundschaft zwischen den neuen Herren Englerlands. Zu denen du dich auch zählst, vermute ich. Ich suche einen Verbündeten, keinen Herrn. Nun, es gibt nur einen Herrn von Northumbre.
Die Worte halft uns. Ihr habt den Jarl gehört. Holt euch die Werkzeuge und fangt an. Er trifft sich mit Halfdan Ragnarsson. Ja, geil, Mann. Jetzt geht das hier langsam los, ja, ne? Leute, wir machen kurz kleine Pause. 10, 15 Minuten. Einfach, dass ich wieder klarkomme. Ne? Dann kann es auch weitergehen, ne? Hä, warte mal. Man kann noch immer. Ja. Achso, wöchentlich. Achso, 2 Tage noch. Achso. Aber Halfdan. Wieso Halfdan? Ich kenne Halfdan, warte mal. Eva? Halfdan? Die römischen Giganten haben sich mit dieser Feste selbst übertroffen. Und Uber. Ach so, okay. Wo würde Jarl Halfdan Hof halten? Donchester. Ja, hier natürlich, ne? Ja, schon eine geile Festung, ne? Okay, was macht er? Handfreundin. Ja, da oben, ja. Wir zerschmettern sie im Frühling, nicht eher. Das ist der Plan. Aber mein Volk leidet jeden Tag. Dein Volk? Regierst du ein Schattenreich direkt vor meiner Nase? Unser Volk leidet unter diesen grausamen Winterüberfällen. Aha. Dieser Krieg muss enden. Das ist mir das Wichtigste. Der Zeitpunkt zum Angriff ist... wenn ich es sage. Halfdans Hammer beschützt diese Lande. Sag das meinem Volk, König Rixige. Wie du wünschst, mein Herr. König? Okay. Hä? Seit wann sagt ein König? Ein König kniet sich doch nicht, oder? Oder beugt sich, oder? Komm näher. Halfdan Ragnarsson, mein Schwert am Volk deinem Hof. Ich danke dir für deinen Tribut, Eivor Wolfsmal. Deine Schlachten und Taten sind mir wohl bekannt. Und du bist der Held von Jörfowik. So singen es meine Skalden. Nicht irgendein Held. Eivor brachte Ordnung in die Stadt, als König Rixige es nicht konnte. Man sagt, du hättest eine Bande von Dieben und Verrätern ausgerottet. Nicht allein, aber ich führte den Schlag. Du gabst mein Silber den einfachen Leuten in Jörfowik. Den Männern und Frauen, die es am meisten brauchten. Eine törichte Wahl. Das Geld verließ nie König Rixiges Schatzkammer. Ich versuche, meine Entscheidung in Zeiten des Krieges nicht zu bereuen. Wohl wahr. An uns zu zweifeln, würde den Sieg nur verzögern. Ich bereue es nicht, Faravid mit dem Schlag gegen die Pikten betraut zu haben, auch wenn Eivor den Sieg brachte. Eivor und ich streckten sie nieder, Jarl Halfdan, damit du anrauschen, in ein paar kalten Leichen herumstochern und den Ruhm einheimsen konntest. Alter Freund, wie Odins Speer verfehlen auch deine Scherze nie ihr Ziel. Ohne deinen Hammer wäre ich nicht hier, großer Jarl. Bitte nimm dies an. Dein Anteil der heutigen Beute. Wohl
Wunderschön. Fränkisch, würde ich sagen. Was meinst du, Eivor? Ein guter Kelch, ne? Eine ansehnliche Arbeit, den Lippen eines Königs angemessen. Oder derer, die Könige machen. Ein Quell der Weisheit, Farid. Mit deiner Erlaubnis, Herr, ich muss zurück ins Kriegslager. Es ist ein langer, kalter Ritt. Ein doppelzüngiger, grinsender Rogenjäger. Herr, als du mich riefst, da sagtest... Psst, nicht hier, nicht jetzt. Tanze, singe und fülle dich mit Ale. Danach treffen wir uns oben auf diesem Turm aus Stein. Dort werde ich eine Geschichte von Freundschaft und Verrat für dich weben. Eine Geschichte so alt wie die Welt. Aha. Sprich mit Halfdan. Unter vier Augen, ja. Glück. Mein Glück quillt über wie die Meeresflut. Nur das Schicksal kann mir den Sieg verwehren. Dann versuch es. Welches Schicksal halten diese Würfel für dich bereit? Nein, ich wollte nicht. Kopf oder Zahl? Ey, das Örlück sieht anders aus, ne? Hat sich das verändert? Würfeln? Ich habe ja gar keinen Plan, wie das geht. Oh, nee. Aufgeben, kein Bock. Was soll das? Ja, sorry. Achso, noch weiter höher. Okay, der passt hier auf. Sehr gut. Hunde betteln nicht um Silber. Hunde wollen keine Jals sein. Doch ich bin ein Wolf. Nein, ein Wolfskönig. Okay. Ah, Eivor. Komm, lass mich dir ein Wunder zeigen. Ja, okay. Die Sonne blendet ein bisschen. Die Aussicht, oder wie? Okay, das sieht echt cool aus. All das haben wir erobert. Er und ich. Gemeinsam. Du genießt großes Ansehen. Hast viele Schlachten in ganz England gewonnen. Doch nicht allein. Nein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober, Ivar, der Knochenlose, Sigurd Schlangenauge. Alles große Krieger, meine Brüder. Gold ist gut und Schlachten besser, doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort, auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir, zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan, Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor. Selbst ein Held braucht treue Freunde. Das habe ich nie aus den Augen verloren. Niemals. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Freundschaft ist heilig. Es ist nur ein Wort. Du drehst dich im Kreis. Das ist nur der Name für ein Bündnis. Was zählt es, den Schwur nicht zu brechen? Eine raue Weltsicht. Rau, aber redlich. Du windest dich wie ein Aal in einem Korb, Halfdan. Wer hat dich gefangen? Björn?
Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Nach all den Jahren wagt er es, meine Hand zu beißen. Faravid, er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint. Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Faravid sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir von Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt. Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und fein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Du glaubst, dass Faravid dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Finde die Wahrheit, grabe seine... bringe seinen Verrat ans Licht. Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir. Faravid ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Das wäre besser, viel besser. Nun gut. Ich finde, was ich finde und kehre dann zurück, mein Freund. Lass dich von Faravid nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Okay. 1400 Meter. Alles klar. Was hat er vor? Können wir hier irgendwo einen Adler einsammeln? Gibt's doch nicht. Don Chester. Wo ist... Achso, hier. Okay. Aber... Hier gibt es zwei Truhen drin. Wir gehen einmal hier runter. Müssen wir sowieso. Ehre hat zwei Schneide. Schneiden? Scheiden. Was? Hä? Wieso kann ich hier nicht durch? Logik. Von außen, ne? Ah, vielleicht von hier, ne? Ah, so. Oh, wow. Sehr schön. Aber und gibt es hier oben noch eine Truhe? Okay, da oben bei Tor war. Was für Tor? Halfdan. Achso, nach einem Hör. Aber wie? Achso, auf dem Dach. Ja. Rüstungsrune. Gibt's da noch irgendwas? Ah, ist egal. Wir gehen raus hier. Ah.
Ah, egal. Egal. Wir müssen darüber. Ja. Da hat sich jemand erschrocken, ne? Oh, warte mal. Das benutzen wir doch. Na, du bist ja was ganz Feines. Sitzt da oben in Halfdams Turm. Hey, you! Meine Augen und mein Verstand trügen mich nicht. Du! Sei gegrüßt, Barde. Dein Gesicht, der finstere Blick. Ja, du musst das Wolfsmal sein. Dein Ruhm und deine Großzügigkeit sind mir sehr wohl bekannt. Du hast eine schmeichelnde Zunge, Barde. Aber woher kennst du mich? Die Taten der großen Menschen sind die Ware eines jeden Barden. Die Kühnen sind reich und die Reichen sind kühn. So ist das. Wie wäre es, Eivor Rabenschwinge? Willst du gegen ein königliches Lösegeld in einem Lied unsterblich werden? Ja. Silber kommt und Silber geht. Doch der Ruhm der Großen lebt ewig. So weise wie großzügig, du zählst wahrlich zu den mächtigsten Helden der Geschichte. Nun warte kurz, bis die Eingebung mich beflügelt. Okay. Hinter eisigen Meeren vom Blick der Welt versteckt, hat der Norden sich erhoben und die alte Welt erschreckt. Nun kommt Ava von den Raben, erstrahlt sonnenhell, das Fahrwasser blutrot leuchtet ebenso grell. Begrüße dein Los mit einem Kuss, einer Klinge am Hals, einem Wolfsbiss am Bein, denn es ist ein Segen. Und es ist ein Fluch, wenn du auf das Wolfsmal triffst. Schrecklich. Deine Kenningar sind schwach. Aber du gleichst es aus mit deiner kühnen Zunge. Solch ist das Schicksal eines Barden wie mir. Wir geben und geben und kriegen nichts zurück. So ist das. Leb wohl, großzügiger Held. Hinter eisigen Meeren vom Blick der Welt okay. Versteckt, hat der Norden sich erhoben und die alte Welt erschreckt. Nun kommt na, Ulvi. Den Raben, erstrahlt oh, sonnenhell, hey. Das Fahrwasser blutrot leuchtet. Aber irgendwo bekommt man den, so einen schwarzen Wolf her. Ich will den haben. Der soll auch rote Augen irgendwie los haben, ne? So, hier hinten ist ein Re... Okay, Alter, wieso ist das Wasser so grün? So, hier ist ein Rätsel. Aber Moment mal. Okay, hier ist ein Langhaus. Aber ich weiß noch nicht, wieso. Aber werden wir ja wahrscheinlich bald herausfinden, wem das gehört. Ne? Aldwin, meine Liebe, strahlt hell. Aldwin, mein Liebster. Ich bin's, ich bin hier. Bist du hier, um mir Aldwin auszuspannen? Okay. Oh, ich würde es verstehen. Sein hübsches Gesicht lässt keinen kalt. Herzschmerz? Neben einer Blume wie ihm bin ich ein Wurm. Meine Worte berühren ihn nicht. Er ist unbeweglich. Es waren die falschen Worte. Wie bitte? Na, wenn du so ein Dichter bist, hilf mir, die Tür zu seinem Herzen zu öffnen. Na, easy. Sprech von seiner Schönheit und Armut. Männer sind eitle Wesen. Besinge seine Stärke und seine Schönheit. Vergleiche ihn mit einem mächtigen Berg. Ich werde es versuchen, Wortschmied. Aldwin, deine Schultern sind hoch und breit, wie der höchste aller Berge.
Meine Lippen sehnen sich nach deinem bewaldeten Bart. Okay. Ich werde ewig warten, Alduin. Lass uns zusammen brauen. Wir schäumen über vor Leidenschaft und gärender Liebe. Du scheinst nicht gut zu Alduin zu passen. Du kannst anderswo Liebe finden. Niemals. Alduins Wohlgeruch, der gegorene Hopfen in seinem Atem. Kein anderer Hengst in der Schenke kann ihm das Ale reichen. Sicher. Dann viel Glück, mit wem auch immer. Ich habe getan, was ich konnte. Wieso musste ich lachen? Nicht wahr. Ja! Hör! Tor! So, noch 400 Meter. Aber ich muss sagen, das erste Mal, dass Assassin's Creed eine geile Idee hatte, dass die Reittiere auch schwimmen können. Und zwar auch, wenn man oben drauf sitzt. Ne? Das hätte ich wahrscheinlich schon beim ersten Spiel das so direkt eingestellt. Das war das erste, wo ich das nicht, was ich nicht verstanden habe. Ne? Was willst du, Freundin? Hä? Ja. Schneiden. Das da vorne muss Farawits Lager sein. Ah, hier vorne. Kalt und schmutzig. Hier bin ich richtig. Kalt und schmutzig. Stürz dich doch ins Ginnungagap, du Bastard! Ich bin kein Hund! Und trotzdem bellst du schon wieder. Weil wir um Essensreste von Halfdans Tafel betteln. Wie Hunde. Farawit. Ah, Eivor. Wie schön. Gefällt dir Doncasters Gastfreundschaft? Eine Krähe, die angeflattert kommt, wenn Halfdan pfeift, kommt nicht unbedingt in Freundschaft. Ich wäre vorsichtig. Halfdan und ich haben geredet. Und? Das ist unser Kampf, unsere Gelegenheit für Ruhm. Flieg nach Hause, Krähe. Leih mir ein Messer, Farawit. Ohne Eier werden Welpen ruhiger. Ulf, verpiss dich. Kleine Männer, große Klappe. Und, war Halfdan großzügig? Hast du bekommen, was du wolltest? Wenn ich euch im Kampf gegen die Pikten unterstütze, werden Halfdan und ich Freundschaft schließen. Also, weise mir den Weg, Farawit. Die Pikten haben das Kloster überfallen und alles Gold und Silber geplündert. Die Sachsen bauen mehr Kirchen als Scheunen und füllen sie mit Mönchsherden. Ja, Klöster sind reizvolle Ziele, nicht nur für uns. Wir haben die Pikten in den Norden verfolgt. Gold ist gut, doch der Sieg ist unser Schatz. Wie lautet dein Plan? Ihnen die Bäuche mit meinem Messer zu öffnen. Ich bin bereit. Bringen wir sie unter die Erde. Halfdan hat dich nicht geschickt, um in diesem kleinen Scharmützel zu kämpfen. Warum bist du wirklich hier, Eivor? Um dir im Kampf gegen die Pikten zu helfen, das ist alles. Er kennt meinen Ruf, weiß, dass ich von Vorteil sein kann. Du zweifelst an meinem Wort? Du gabst es mir nie. Dann gebe ich dir mein Wort, Farawit. Ich bin hier, um Pikten zu bekämpfen. Zu den Waffen! Erlegen wir diese Pikten! Passt auf Hinterhalte auf! Wäre ich nur in Doncaster geblieben. Mehr Met, weniger Pikten. Für Wachdienst gibt es keinen Ruhm. Vorwärts! Die Pikten sind gleich da vorn. Geh voran, wir geben dir Rückendeckung.
wir alles. Pikten? Sind das Waldbewohner? Oder Ureinwohner? Oder wie man die nennt? Ja, ne? Ah, zu viel Kontrast. Zu wenig, meine ich. So. Diese Pikten sind ein verschlagenes Pack. Meister der Hinterlist. Gib auf dich acht. Ah! Ja, sehr schön. Immer noch zu hell, ne? In Not? Was ist jetzt los? Ja, wo will er hin? Ah, jetzt hat er es auch gescheckt, ne? Hä? Oh, die Eichhörnchen. Wir bekommen ganz schön Paranoia, ne? Tor sei Dank, wir haben es geschafft. Das war gute Kriegskunst. Diese Höhle ist ein Durchgang. So überwinden die Pikten den Berg. Ein Geschenk. Du verfolgst sie durch die Höhle. Wir gehen außen herum und schnappen alle, die entwischen wollen. Ah? Wieso ich? Ich glaube, der will mich loswerden. Oh, Leute, hier sind schon welche. Haben die uns nicht gesehen, oder wie? Ah, schade. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich das liebe? Die Gebiete im Norden? Guckt euch das an, wie geil die Orte aussehen. Hier sind doch... Das ist ein schönes Bild. Holy shit. Aber wo muss ich jetzt weiter? Ah, hier ist ein... Was ist das? Ah, wir müssen hochklettern. Nicht runterfliegen.
Waren wir hier schon mal? Ich sollte zu Hause schmausen, statt hier auf der falschen Seite der Mauer herumzulungern. Ha, halt's Maul! Bald vereinen wir uns mit unseren Freunden, dann schmausen wir dich. Tosley! Tosley! Bin gestorben. Jemand unterstützt die Pikten bei ihrem Kampf, nur wer? Ja, er wollte da nicht reingehen. Ne? Ich sollte das machen. Und er wartet außerhalb. Aber er weiß das nicht, ne? Dass ich die hier alle besiege, ne? Die Pikten sprachen von Stenwege. Ihrem Lager. Das ist im Norden. Dort ist vielleicht ihr Anführer. Dänen, weg! Haltet sie auf, bevor sie Stenwege erreichen! Sie haben uns entdeckt! Lauf voran! Schneller! Schneller! Ulf! Ulf! Ruhm für Ulf! Ah, da oben ist so eine Höhle. Ja. Will ich schon irgendwie gerne machen. Kommen wir von da oben rein. Warte mal. Kurz gucken. Ich glaube nicht, ne? Oder? Ah, von da sind wir gekommen, ne? Oder ne? Da oben war doch noch irgendwas. Die Höhle ist nicht abgeschlossen, ne? Zaubererhöhle. Ja, da gehen wir nochmal rein, Leute. Weiter höher. Da kommen wir nicht weiter höher. So, eigentlich schon, ne? Oben ist ein Eingang. Das Ding ist... Ich muss erstmal kurz gucken. Vielleicht da hinten?
Ah, hier sind wir runtergerutscht, ne, oder? Können wir hier hochklettern weiter? Nee, ne? Nee. Ich glaube, wir kommen da echt nicht weiter höher hoch. Ah, vielleicht von hier? Auch nicht. Ne, da oben ist nichts. Ah, ist egal. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Wir machen die Mission weiter. Na, wir machen das jetzt so. Na, wenn wir nicht weiterkommen, laufen wir weiter. Kein Bock mehr darauf. Ne? Ja, dürfen wir auch vielleicht wissen, wie wir hier rauskommen? Jetzt laufen wir zurück, oder wie? Nee. Endlich. Gar keinen Bock. Spiel abgeschmiert. Geil, Mann. Achso, wegen dem Bug hier wahrscheinlich, ne? Und jetzt stürzt das Spiel wieder ab, ne? Ne, okay. So, kurz mal Quest annehmen. Ah, die sind schon alle abgehauen ohne mich, ne? Treff dich nach Sternwege mit Fahrerfeed. Okay. Ja. Aha. Pikten südlich der Mauer. Das gefällt mir. Verdammt, entkommen! Die Pikten gehen im Winter nicht oft auf Raubzug. Aha. Die Pikten werden auf der Hut sein. Seid vorsichtig. Die Hornissen haben uns zu ihrem Nest geführt. Da oben ist mehr als nur ein Anführer. Sieht wie das Kriegslager eines Heeres aus. Aber würden die Pikten es wagen, im Winter anzugreifen? Halftan zufolge nicht. Und die Pikten könnten das zu ihrem Vorteil nutzen. Finden wir es heraus. Warum führen die Pikten im Winter Krieg? Sie müssen einen Grund haben. Etwas, wofür es sich lohnt. Lass mich nur auf die Ich muss mich in Acht nehmen. Und nun zum Häuptling der Pikten. Den ich habe! Konferation! Ach, Herr! So, wo ist euer König? Euer Herr? Was hat er gemacht? Oh, was ist das denn? Gift? Das ist Gift. Das erste Mal, dass wir Gift sehen, Leute.